Die Masse läuft immer wieder wie die Lemminge, laufen wie die Lemminge wieder die Klippe runter und lassen sich das Ding noch mal reinbraten. Und ich glaube, es gibt auch heute noch Leute, die lassen sich ja einfach, weil sie nicht nachdenken oder weil sie im Vertrauen sind. Man darf das einfach gar nicht jetzt immer nur so runterfahren und sagen, die sind alle dämlich. Nein, sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht manche Menschen sind. Es werden die Ernährungsbestände heruntergefahren. Das ist das, was dahinter steht. Man spürt an jeder Kante, ob man Ackerland plötzlich mit Photovoltaik überzieht oder ob man Windkraftanlagen stellt und betoniert eben gutes Land, wo man auch hätte Gemüse züchten können. All diese Dinge finden statt. Gleichzeitig brennen Höfe, gleichzeitig entstehen unglaubliche große Schäden, gerade was für die Bauern, die sollen abgeschafft werden. Und jetzt kommt dann eben halt wieder diese Vogelgrippe, um dann große Hühnerlegebatterien, das sind ja auch furchtbare Haltungsmethoden, die da teilweise hinterstehen. Das ist wirklich dramatisch, aber darum geht es nicht. Worum es geht aus meiner Sicht ist, dass hier eine Hungersnot regelrecht eingeleitet wird. Das ist das Prinzip und ich versuche mich da emotional rausholen zu holen, weil ich ja selber Hühner habe und ich weiß, wie ich an den Dingern hänge. Also ich habe eines gelernt, wenn wir einkaufen gehen, achten wir immer darauf, dass es keine Zutatenliste gibt. Sondern wir kaufen alles, was ohne Zutatenliste ist. Wenn irgendein gemischtes Zeug schon da ist, lassen wir es weg, wo es heißt Inhalt und dann stehen da 50 Positionen oder 20 oder auch nur drei. Wir kaufen Salat, wir kaufen Kartoffeln, theoretisch, wir haben selber welche. Wir kaufen eben halt entsprechendes Gemüse und wir sorgen dafür, dass wir über unsere Kontakte, die wir haben, biologische Grundnahrungsmittel, Lebensmittel bekommen keine Füllstoffe. Und die sind nicht industriell hergestellt. Und man kann es selber machen. Und man kann mit ein paar Gewürzen wunderbar sich ein wunderbares Essen zurechtzaubern, ohne Geschmacksverstärker. Das sind ganz kleine Dinge, die jeder für sich tun kann. Und ein bisschen selbst Gartenbau anbauen. Wir haben das in unserem Buch ja beschrieben, was wir über das alte Wissen über Garten und Küche, wie man zum Beispiel mit einfachen Mitteln sich sein Gemüse anbaut, Kräuter mit anbaut. Es ist eben halt eine Sache der Eigenverantwortlichkeit. Nur darauf hängt es ab und wer sich eben halt von den Fabriken abhängig macht, trägt auch die Konsequenzen. Und wir sehen jetzt auf der einen Seite, dass diese Kriegssituation, junge Leute könnten eventuell jetzt gemustert werden, in eine Wehr- oder Angriffspflicht dann eben halt reingezogen werden und ihr Leben dadurch bedroht. Auf der anderen Seite diese Dinge. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, das gehört mit zu dem ganz großen Spiel, die Menschen auch in die Panik zu bringen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, hier an der Stelle auch nochmal wirklich ganz deutlich zu sagen, wer wirklich gerade steht und die Schöpfungsgesetze versteht, der hat extrem gute Chancen. Er hat sogar genau genommen, wenn er es richtig macht, die Garantie, dass ihm nichts passieren kann. Weil das Leben ist wesentlich umfangreicher als das, was wir zwischen Geburt und dem Versterben wahrnehmen. Ist viel, viel umfangreicher. Und wenn wir das jetzt hier uns mal langsam klar machen, in welcher Richtung wir gehen, und wenn dann immer noch wieder Menschen sagen zu uns, ja, das ist mir zu viel irgendwie Esoterik, das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Schöpfungsgesetze sind nicht Esoterik. Geht raus, guckt euch einen Baum an. Das ist kein esoterischer Baum, sondern den hat die Schöpfung hervorgebracht. Und wir sehen da eben halt diese große Komplexität, die dahinter steht. Im Rahmen dieser Komplexität können wir lernen, die Schöpfungsgesetze wieder anzuwenden. Wir konnten das schon mal. Wir sind nämlich so ausgestattet von der Natur. Aber man hat es uns aberzogen und wir haben es uns aberziehen lassen. Man kann die Bremse ziehen und wieder entgegengesetzt wirken, ohne dass man sein Leben komplett umstellen muss. Das kann man übrigens auch alleine machen. Es soll ein absolutes Alkoholverbot auf den Straßen der gesamten Gemeinde geben, einschließlich der deutschen Urlauber Hochburg Playa de Palma. Und eine verstärkte Präsenz der Orts- und Nationalpolizei. Naja, also man könnte ja viele Dinge sogar noch mit unterschreiben, wenn man das so hört, was da aufgeführt wird. Und ich muss ehrlich sagen, diese Ballermann-Nummer ist auch nicht das, was mich jetzt besonders tangiert. Aber man muss auch eines erkennen, der Standort Mallorca ist natürlich auch sehr reich geworden durch die Touristen über diese vielen Jahrzehnte. Und wenn man jetzt so mit dieser Kettensäge, das ist ja jetzt seit Argentinien ist das ja das neue Instrument, da wird jetzt also im Prinzip regelrecht alles weggebügelt, was da eben halt vor die Flinte kommt. Und das ist ziemlich auch, weil so viele Leute haben sich dort niedergelassen und man kann durchaus sanft auch versuchen, bestimmte Strukturen zu verändern. Übrigens,
diese Menschen, die dorthin kommen, bringen enorme Steuergelder ein. Und diese Steuergelder könnte man zum Beispiel nutzen, um damit die Alteinheimischen, die zum Beispiel unter steigenden Steuersätzen leiden, unter die erhöhten Kosten leiden, weil wenn zu viele Investitionen in ein Gebiet kommen, dann steigen die Grundsteuern. Aber diese Grundsteuern bedeutet ja wieder mehr Einnahmen für den Staat. Ja, dann hat man doch mehr Einnahmen, um damit zu sagen, man kann die Urbevölkerung damit wesentlich besser unterstützen, als wenn man das lässt. Das sind zwar auch typische sozialistische Modelle, aber das ist ja nun mal das System, was wir gerade haben. Stattdessen versucht man hier mit der Keule, mit der Brechstange, die gesamten Urlauber zu verunglimpfen und den Markt, den Standort Mallorca regelrecht gegen die Wand zu fahren. Und irgendwann wollen die, wie Sylt. Wer heute sagt, ich habe ein Haus auf Sylt, eieiei. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre vor 20 Jahren völlig undenkbar, dass Sylt einen solchen schlechten Ruf hat. Wer will denn heute noch ein Haus auf Sylt? Und genau dasselbe wird dann auch auf Mallorca stattfinden. Kann man nachvollziehen. Natürlich kann man das nachvollziehen, aber es geht jetzt darum, in einer vernünftigen Art und Weise zu versuchen, diese Interessen der Bewohner dort eben zu berücksichtigen. Aber nicht, indem man sagt, jetzt wird hier mit einer brutalen Form alles zerstört, was über Jahre auch durch die Politik ja begünstigt wurde. Und die Politik, die dahinter steht, das sind ja nun einmal diejenigen, die die Steuergelder bekommen. Diese hohen Einnahmen, die dort stattfinden, die gehen ja in das Staatssäckel. Und anstatt es den Bürgern wieder zukommen zu lassen, nämlich durch eine vernünftige Umverteilung, um einen gleichmäßigen Wohlstand zu erreichen, das wäre ja durchaus möglich, werden wahrscheinlich die Staatsquoten erhöht, immer mehr Beamte eingestellt und die Gehälter der Politiker erhöhen sich oder eben halt sonstiger Funktionäre. Das ist eigentlich eins meiner Hauptprobleme. Man muss hier viel feinfühliger vorgehen und auch solche Sachen, was die Frau gerade beschrieben hat, definitiv berücksichtigen. Und sie ist schon eine Ausländerin, die dort lebt, was sie da schreibt. Und wir dürfen mal darüber reden, über die Einheimischen, die da geboren wurden. Das ist noch eine andere Nummer. Sie gehört ja schon zu den Privilegierten, die ja letztendlich ihr Geld dort investiert hätten. Die ganz normalen Bewohner, die können sich wahrscheinlich gar nichts leisten. Wir haben eine ähnliche Situation in Deutschland. Ich meine, im Prinzip ist es ähnlich. Ja, und wenn man mit der Brechstange vorgeht, wird es immer großen Schaden geben. Man hätte dies natürlich, wie du auch gesagt hast, längst anders regeln können. Aber das gehört offenbar auch zu den Themen dieser heutigen Zeit, in der wirklich alles neu werden muss und alles Falsche zusammenbrechen muss. Das ist übrigens das, was nicht nur in der Bibel steht, sondern auch in den grünen Büchern, in der Gralsbotschaft von Abdruschin, dass diese Zeit jetzt hier des sogenannten jüngsten Gerichtes, was sich immer noch viele nicht vorstellen können, dass ausgerechnet sie in dieser Inkarnierung da gelandet sind, das ist ja auch schwer zu verstehen. Wenn man diese grünen Bücher gelesen hat, fällt es einem leicht, weil man viele Zusammenhänge erkennen kann. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass die Dinge, die falsch laufen, und es läuft nahezu alles falsch im Moment, alle Systeme im finanziellen, im wirtschaftlichen, im sozialen, im Familienrecht und so weiter, dass das jetzt vor unseren Augen zusammenbrechen muss und dann wieder neu und richtig nach den Schöpfungsgesetzen aufgebaut werden soll.